Let's play Amnesia The Dark Descent, Folge Nummer 10 bei Kein Plan Gaming. Wir sind im Gefängnis, haben uns in der letzten Folge hier schon ein bisschen umgeguckt. Noch so richtig habe ich hier nicht durchschaut, wie viele Monster tatsächlich unterwegs sind. Ist so ein bisschen so hin und her, was ich denke immer, bei solchen Spielen geht's mit Logik zu. Ich glaube, das ist alles Zufall. Oh. Das heißt noch gar nichts, das war nur... Da ist bestimmt was zusammengekracht, oder nicht? Ich weiß nicht, wir verstecken uns einfach immer in jeder Zelle, machen die Tür zu und dann gucken wir uns erstmal um. Da hinten ist Öl, sehe ich. Schön. Warum auch immer aber in so einer Zelle hier Öl sein sollte. Die brauchen auch Licht. Das waren noch Gefangene. Auch Gefangene brauchen Licht. Aber das ist doch so ein fieses Gefängnis. Das ist aber echt ein fieses Gefängnis, ey. Mit den Ketten an der Wand, ey. Ich lasse die Tür so ein bisschen auf, damit ich weiß, dass wir da drinnen waren. But Mother, I don't want to leave without you. Hurry, child. You must go. Find Gabriel, the Outrider, and tell him to alert the King's men. No, you come too. Please, we don't have time to make the hole any wider. Someone is coming. Hurry. I'll cover the hole with the bed. Everything will be fine. I promise. Oh Gott. Mutter und Tochter waren das also. Also das heißt also zwei Sachen. Zum einen wusste scheinbar niemand, was der Brennenburg hier gemacht hat. Deswegen hat sie gesagt, sie soll zum König gehen und dem Bescheid sagen. Ja, und irgendwo liegt dort ein Brett, was ein Loch versperrt. Das Bett. Ja. Das hier wahrscheinlich. Ja. Ja, erzähl weiter. Nee, das war's eigentlich schon. Da geht's in den Nordblock. Jetzt ist die Frage, sollen wir uns hier noch weiter umgucken? Ja, eigentlich ja schon, ne? Da fehlt uns bestimmt noch was, oder? Okay. Okay, dann machen wir das. Auch wenn ich eigentlich froh gewesen wäre, wenn du gesagt hättest, lass uns einfach in den Nordblock gehen. Ja, aber da waren doch noch Türen, oder? Geht hier noch links runter den Gang. Ja. Wo dieser schöne Rauch herkam, ne? Jetzt habe ich mich gerade so ein bisschen verlaufen. Das ist aber auch wie ein Irrgarten. Ich glaube, da waren wir vorhin. Okay. Kann sein, dass wir jetzt noch hier lang gehen können. Das ist einmal die Frau und ihre Tochter, die da immer rumjaulen sind, ne? Was haben wir hier? Da vorne läuft was lang. Ja, mach deine Lampe aus. Ich glaube, das war's. Wir gehen. Du hast was aufgeschrieben. Ich hab's aufgeschrieben. Ja, Simon, komm. Nee, ich war gerade so beschäftigt. Suche einen anderen Weg um das versperrte Tor. Ja, das ging haben ja nach wir unten. Schon gefunden. Das ist wahrscheinlich jetzt das Loch. Ja. Ja. So. Ja, wahrscheinlich unseren Meißel hier. Die Bediensteten mieden ihn. Dennoch wusste er, dass sie da waren. Sie rochen alle nach Gewürzwein. Ein geheimnisvoller Duft von Nelken und Salbei lag in der Luft. So lang kriechen? Oh Gott! Wie gruselig wäre das, wenn jetzt hinter dir jemand wäre und dich verfolgt. Das wäre was für Outlasts. The Descent. So heißt doch das Spiel, oder? Wie in dem Film, so decent. Da müssen wir auch lang krabbeln. Wozu gab es jetzt diese Abzweigung hier, wenn der eine Weg einfach zu ist, ohne dass da irgendwas liegt? Um uns zu verwirren. Ich zum Beispiel hätte mich inzwischen verlaufen.
low profile, dass keiner bemerkt. So, links, rechts, geradeaus, wohin? Steht Lagerraum. Lagerraum hat bis jetzt im Spiel immer was Gutes gebracht, oder? Letztes Mal war im Lagerraum Monster. Das meinte ich, ja. Ich weiß nicht, es ist ein bisschen komisch vielleicht, wenn ich das so mache. Aber ich hab immer so... Ich red... mir... Help me? Wo? Wo help me? Küche geht in die Richtung. Was steht da? Lagerraum. Wegen zum Lagerraum, haben wir gesagt, ne? Ja. Ich hätte immer noch gerne jemanden, der mit uns da rumläuft, zusammen. Wie viel haben wir noch? 12. Soll ich den hier auch nochmal anmachen? Ja. Was bringt uns das, wenn das Spiel irgendwann zu Ende ist und wir noch 12 Zunderbuchsen haben? Well, it's for his own good. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Ich hab mich so heftig verlaufen gerade. Da lang oder kommen wir daher? Wir gucken da zu zweit drauf, aber ich weiß es nicht. Sooner we'll be ready. Let there be enough time. Da ist eine offene Tür. Oh, da ist einer. Der läuft aber da in die andere Richtung nach vorne. He escaped. Where is he now? Der hat uns nicht gesehen. Vielleicht verfolgen die uns auch nur durch Türen, wenn die uns wirklich gesehen haben. Ja. Was steht denn hier? 2. August 1839. I have arrived at the village of Altstadt. It's a haven in the midst of a vast forest and the last stop before my final destination, Castle Brennenburg. It's late in the evening and the outrider, who has been with the coach since Bremen, advised me to wait until morning before I venture further. I've arranged for a bed at Der Mühle, the village's only inn, and am now waiting for the sun to rise. I try to sleep, but as I close my eyes, I see the men who fell victim in London. My fear and shame forces me to witness the same scenes over and over. They are dead because of me. Ich mag den ja, dass dadurch, dass er jetzt in Bremen war, ne? Sag mal. Aber von Bremen nach Preußen ist auch schon. War das damals nicht ein ganz schöner Weg, doch noch? Mann, Markus! Warum weiß das Spiel, dass wir aus Bremen kommen? Ich glaube nicht, dass das Spiel das weiß. Du meinst, das ist wirklich... Die haben... Warum Bremen? Oh Gott! Oh, das kommt von da auch noch. Du sagst, wenn wir weit genug gelaufen sind. Zellenbereich 3? Hier ist Endstation, insofern. Ja. Da geradeaus können wir ja noch, ne? Also wenn du uns jetzt hier kriegst, dann ist das ganz schön scheiße. Wir sind auch hier mitten im Licht gelandet gerade. Ach was, dann kriegt er uns und dann rennen wir einfach weg. Steckt mich vielleicht hier so drin, ne? Mhm. Ist auch ganz schön doof, finde ich, dieses Verstecken, wenn man die nicht irgendwie. Wenn man immer warten nicht, muss, bis die weg sind. Na, wahrscheinlich könnten wir ja jetzt in einer anderen Richtung weitergehen, oder? Aber wir hätten immer das Gefühl, dass der noch da ist. Ja. Ist doch auch Mist, oder? Ja.
Jetzt ist gut. Wie viel Öl haben wir denn noch? Ah, wir haben noch eins gefunden, ne? Oh, das ist gut. So, wo sind wir jetzt eben langgelaufen? Das war hier, oder? Also... Da vorne? Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wo wir waren. Ich glaube, das war hier. Die Tür da kaputt gemacht, offenbar. Krass. Achso, das war der Raum, wo wir rein wollten, ja? Ja. Schön, Öl. Links. Links weiter, ne? Mhm. Zellenbereich. Ich hab mich hier... Ganz ehrlich, ich weiß wirklich nicht, wo wir sind. Ich kann auch jetzt nicht sagen, wo wir hin müssen oder so. Ich weiß es echt nicht. Ich folge einfach dem Schildern für den Lagerraum. Da will ich hin. Und hoffe einfach... Warum wollen wir da hin? Ja, weil es ausgeschildert ist und ist vielleicht wichtig. Ja. Das müsste ja dann der Lagerraum sein, ne? Eigentlich schon, ne? Da, das brauchen wir gleich bestimmt. Das ist ein wichtiges Item. Zunderbüchsen. Ist da was hinter? Nein. Ist da was hinter? Nein. Ist da was hinter? Auch nicht. Wollen wir mal gucken, ob hier hinter was versteckt ist? Okay, dann schnappen wir uns mal das, was auch immer das ist. Ein Glas. Aha. Ich weiß nach wie vor, ich finde das so lustig in diesem Spiel. Wir sammeln die Sachen ein, bevor wir erfahren, wofür wir die Sachen brauchen. Ja, weil wir irgendwas immer scheinbar auslassen, zu spät machen oder so, ne? Ja, aber das ist doch nicht unsere Schuld, oder? Das ist doch die Schuld vom Spiel dann. Ja. Schwierig. Da hinten. Der sieht dich. Unsere Richtung. Auch nicht. Bin ich da? Da würde ich jetzt aber wirklich so stehen bleiben und warten, weil der hat uns definitiv gesehen. Das war. Also. Das warst du, ne? Ja, ich halte das jetzt so. Okay. Und wenn der reinkommt, wirfst du das auf den und rennst an ihm vorbei. Vorausgesetzt, der kommt überhaupt hier rein. Ich glaube, die kommen wirklich nur durch Türen durch, wenn sie wissen, du bist dahinter. Ansonsten laufen die vielleicht nur davor, gucken und denken sich, na, kein Bock. Ist weg, oder? Ich hoffe, wir spielen das richtig, ne? Nicht, dass die Leute halt irgendwie sagen, oh, ihr spielt das voll langweilig, ihr rennt immer nur weg und dann sind die Gegner verschwunden. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie man das sonst... Das frage ich mich auch, ob sich die Leute das so denken. Wahrscheinlich. Könnt ihr in die Kommentare mal reinschreiben. Mhm. Und in einem ausgezeichneten Zustand. Das heißt, wir können das nicht mit unserem Meißel kaputt machen. Ich probiere das ja trotzdem mal gerne oder aus. Oder mit der Nadel. Oh, das ist auch eine gute Idee. Nee, geht nicht. Haben wir nichts für da. So, also. Das hier war nach wie vor dein Raum. Ich guck da nicht rein, ich laufe einfach nur stracks vorbei. Jetzt ist hier noch ausgeschildert, nachdem wir im Lagerraum waren, eine Küche. Ja, Küche finde ich hört sich spannend an. Okay, da kommen wir aber her aus der Richtung. Wir können trotzdem mal langlaufen. Kulina. Doch, hier kommen wir her. Wir haben uns vorhin versteckt. Das sieht für mich ja alles irgendwie ein bisschen gleich aus. Das ist Absicht, glaube ich, damit wir uns richtig schön verirren. Lager. Und hier sind wir rausgekommen. Das heißt, die Küche ist hier hinten dann wohl. Ja, Colina. Für den Rückweg gleich. Das ja, ist klar.
neue Infos. Ich glaube, da ist ein Zettel. Wir hätten erst in die Küche gemusst und dann in den Lagerraum. Alter, wieder auf. Für unsere Info, weißt du? Bevor ich jetzt irgendwas lese, gucke ich mich hier nochmal um. Das ist eine Maus. Wie süß. Ja. Oh. Scheiße. Das ist ein gutes Versteck, bleibt da einfach. Ja? Ja. Das macht die Tür auf. Ja. Ja. Scheiße! Guck da nicht hin, dann sehen die uns. Ich guck hier in die Ecke. Und bist du geduckt? Ja, ich weiß nicht. Wenn ich Steuerung drücke, passiert gerade nichts. Bleib da einfach und guck in die Ecke. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie ein Blair Witch Project. Ja. Auf jeden. Ist der hier drin? Der ist hier drin, oder? Der ist da drin. Der hat die Tür aufgebrochen. Ich bewege mich nicht. Ich mache gerade nichts. Du hast dich gerade bewegt, du Arsch. Nur damit die Leute wissen, dass es kein Standbild ist. Ich bin hier tatsächlich noch am Spielen. Bleib dann noch. Beweg dich nicht. Wenn die Musik weg ist, darfst du dich umdrehen. Was macht ihr denn hier drin die ganze Zeit? Okay, dreh dich mal um. Nein, ich dreh mich nicht um, solange die Musik spielt. Das ist Regel Nummer 1 für dieses Let's Play. Solange die Musik spielt, drehen wir uns nicht um. Es tut mir leid, aber... Es... Und jetzt steht er vor und macht... Ja, wie geil wäre das? Die Tür ist echt offen. Scheiße. Ja. Mach die wieder zu. Kann ich nicht. Die ist kaputt. Hat er die kaputt gemacht? Gucke. Oh. Hier ist Öl, habe ich jetzt gerade gesehen. Dann lese den Zettel, oder? Ja, lese den Zettel, Mann. 3. August 1839. I feel like I have fled the world and all its worries. Brandenburg is a majestic creation perched upon a forest-clad hill with towers reaching well above even the highest pine trees. Following the winding road leading to the gates gives the impression of discovering something forgotten, as if journeying with Marco Polo to the hidden Xanadu. Alexander, the Baron, is a peculiar but gracious man. He seems well-versed in worldly matters and is not at all as eccentric as I assumed. My room is exquisite, and I'm confident that no hotel for miles could even hope to match it. As the sun sets on Brennenburg, its fairy tale varnish turns to an eerie gloom. Alexander's strange servants are never far away. They are a quiet lot, and their behavior could only be described as skulking. Alexander seems pleased by my presence. As he puts it, it seems like I got here just in time. Hm. Okay. Was ist mit den Bediensteten? Die, als ob die schleichen als würden? Als ob die durchs Haus schleichen würden. Ja, so richtig kann ich mir aber das, auch noch keinen rein. Das Merkwürdige daran ist ja auch, dort ist ja niemand, außer dieser Monster. Aber selbst das sind ja nicht viele, ne? Ja. Das ist ja so ein bisschen komisch daran auch, ne? Ich weiß auch nicht so richtig. Das ruckelt gerade bei mir so ein bisschen im Spiel. Ich weiß nicht warum. So, was haben wir denn hier? Es ist eine Art Säure. Musst du vielleicht Laudanum nehmen? Du hast was aufgeschrieben. Ich guck eben, Laudanum. Ich habe was aufgeschrieben. Glornel, Memento. In der Küche steht ein Fass Säure. Ah, okay. Da liegt Stroh. Oh, brauchst du vielleicht das Glasgefäß für die Säure? Ich weiß nicht, ob Säure und Glas, ob das geht, aber... Wir haben unseren Medizintopf auch gar nicht mehr, nicht sonst... Wir haben dreimal Öl. Warum haben wir denn so viel Öl aufgesammelt? Öl, ne. Aber Glas, genau. Ein Glas Säure ist im Glas sicher aufbewahrt. Die Säure ist im Glas... Vielleicht braucht... Ich... Warte, erstmal will ich jetzt Quatsch ausprobieren, bevor wir gehen. Ich will gucken, ob ich irgendwas hier von den Säure auflösen kann. Nice! Geil. Hier hast du ein Schwein. Hier liegt ein Schwein. Das wäre cool. Yeah! Na komm, rein da! Mach
Scheiße, egal. Okay, genug Quatsch gemacht. Jetzt ist wieder ernst. Ernstes Spielen. Also wir haben eine Idee, was wir damit machen müssen. Wofür brauchen wir Säure? Ich habe eine Idee. Ja. Es gibt nur einen einzigen Ort, wo wir derzeit nicht hinkommen. Ja. Stimmt. Was war denn das? Das war das Vorhängeschloss. Ja. Das perfekt erhalten war. Genau. Und wo war das nochmal? Am ganz anderen Ende des Dungeons. Waren da vorne noch nicht, soll ich da nochmal gucken? Müssen wir wohl. Lässt sich nicht bewegen. Und da haben wir vorhin durchgeguckt. Erinnerst du dich? Da war das Monster hinten lang gelaufen. Ja, und das Schloss ist in einem ausgezeichneten Zustand. Ja, aber da, auf der anderen Seite waren wir ja schon. Deswegen sind wir durch den Tunnel hier dann gekommen. Das heißt, wir brauchen da gar nicht nochmal hin. Okay. Aber das andere Schloss da vorne gab es ja auch noch. Das war bei dem Lagerraum. Who are you to question me? Wen könnte er damit gemeint haben? Vielleicht einen der Gefangenen tatsächlich? Was ist denn das für ein Klopfen, Mann? Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Es kommt von links. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich laufe einfach mal weiter. Steht da. Ja. Das ist in einem sehr... Hier waren wir noch gar nicht. Es muss noch weiter beschädigt werden. Womit beschädigt? Mach die Lampe da doch an. Kann ich die Säure damit benutzen? Jetzt habe ich aber keine Säure mehr. Hinter oder vor mir? Lauf doch! Haben wir das euch jetzt abgehangen? Haben wir das Monster jetzt dadurch abgehangen? Ich glaube, ja. Dass wir diese Szene getriggert haben? Ja. Oh, wie geil ist das denn? Markus, wissen wir eigentlich schon, wer Gabriel ist? Ich glaube nicht. Oh mein Gott, war das hier mein Schocker, oh, oder? Echt? Alter Schwede. Eingang zur Zisterne, da geht's dann wohl weiter. Sollen wir es hier noch umschauen? Das mit dem Schloss haben wir noch immer noch nicht geklärt eigentlich. Nein, ich glaube, Markus, ich glaube, wir erinnern uns da an dieses perfekte Schloss. Das war das, was wir eben gesehen haben. Das hat sich erledigt. Aber eben hatte er wieder so eine Hallo hier und... Das kannten wir noch gar nicht. Er ich hat das was verpassen. Wir haben doch mitbekommen, dass dieses Mädel durch dieses Loch gegangen ist, ja. Um abzuhauen. Scheiße. Lässt sich nicht bewegen, was? Ey, wollen die mich verarschen? Bleib da hocken, Markus. Lass mal eben kurz denken. Dann, nachdem die... Warte. Ich hoffe nicht, dass der bis zur Tür geht. Ja, was wolltest du sagen? Nachdem dieses kleine Kind dort runtergekrabbelt ist, hat Daniel... gefunden und gesagt, warum läufst du hier alleine rum? Du darfst nicht nach draußen. Ja. Achso, das Mädchen. Und wer ist denn Gabriel? Wissen wir das schon? Keine Ahnung. Sagt mir gerade auch nichts. Also das Schloss, das wir jetzt eben gesehen haben auf der anderen Seite, weswegen die Tür abgeschlossen war. Ich könnte mir vorstellen, dass das auf der anderen Seite ist, was ich eigentlich gesucht hatte. Ja, ich versuche mir gerade einzureden, dass wir jetzt gehen können. Ja, Markus, das ist auch so. Das versuche ich dir zu sagen. Ja, okay.
Wir haben das auf der anderen Seite gesehen. Du denkst noch, das wäre jetzt was Neues, aber nee, das ist das Alte. Nein, das ist was Neues. Das war das, als wir uns, als wir aus dem Lagerraum zurückkamen, das Monster dann entgegenkam. Da war auf der anderen Seite auch so ein Schloss. Ja. Aber ich glaube, das ist das da hinten. Weißt du? Okay. Also, ne? Die Tür ging nicht auf eben, ne? So. Wir gehen jetzt. Wir gehen. Find her. Finde sie. Oh, Zisterne. Was ist eine Zisterne? Weiß ich nicht. Das ist eine Zisterne. Okay. Ja. Ich würde sagen, das ist eine ganz gute Stelle, um die Folge zu beenden, oder? Können wir uns in der nächsten Folge anschauen, was in der Zisterne hier so auf uns wartet. Was da abgeht. Bis dann. Bam. Ciao. Ciao.